Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es darum gehen, was ihr beachten solltet, bevor ihr euch Meerschweinchen anschafft. Ich habe in meinen Kommentaren gemerkt, dass ganz viele neue Meerschweinchenhalter meine Videos schauen und sich schon viele dafür bedankt haben, dass meine Videos hilfreich sind, was mich natürlich sehr freut. Aber ich möchte einmal darauf hinweisen, dass es viele Sachen gibt, um die man sich vorher Gedanken machen sollte, damit nicht einfach das böse Erwachen kommt, wenn man viel zu spät feststellt, dass man irgendetwas vergessen hat. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video ein bisschen helfen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Zum einen ist es so, dass Meerschweinchen 8 Jahre alt werden. Das heißt, ihr übernehmt Verantwortung für 8 Jahre lang. Ich habe vor einigen Wochen ein Bild gefunden, das ich sehr beeindruckend fand, das einmal ausgerechnet hat oder in dem ausgerechnet wurde, wie oft ihr die Schweinchen füttert, wie oft ihr in 8 Jahren eines Schweinchens sauber macht und wie viele Stunden Zeit ihr damit verbringt. Und ich finde das sehr beeindruckend zu sehen, denn auch wenn man sagt, dass Meerschweinchen an sich nicht besonders aufwendig sind, so ist es doch auf die Zeit gerechnet einfach viel Zeit, die ihr investiert. Und das sollte euch bewusst sein. Meerschweinchen sind unglaublich soziale Tiere und müssen mindestens in Paaren, besser in Gruppen von 3 bis 4 Tieren gehalten werden, wenn ihr eine sozial aktive Gruppe haben wollt und auch wirklich eine artgerechte Haltung bieten wollt. Darüber solltet ihr euch bewusst sein. Und ein sehr nüchtern oder traurig betrachteter Teil davon ist, ihr habt eine Never-Ending-Story. Es ist immer so, dass ein Schweinchen irgendwann überbleibt und dann setzt ihr ein neues Schweinchen dazu, das andere verstirbt wieder, das Ganze geht immer so weiter. Und euch muss bewusst sein, dass ihr irgendwann gezwungen seid, einen Schlussstrich zu ziehen oder dass ihr auf Jahre, Jahre und Jahre diese Haltung weiterführt. Ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, es ist die häufigste Ursache für falsche Haltung oder für Irrtümer: Meerschweinchen brauchen viel mehr Platz, als die meisten Leute das erwarten würden. Man rechnet pro Meerschweinchen 0,5 Quadratmeter pro Böckchen, also pro männliches Meerschweinchen, 1 Quadratmeter an Grundfläche, und es muss ein Minimum einer 2 Meter Rennstrecke gegeben sein, plus zusätzlichem Auslauf. Ihr solltet also, wenn ihr euch Schweinchen anschafft, euch überlegen, wo möchte ich diese Schweinchen halten? In meiner Wohnung oder vielleicht in Außenhaltung? Und was sind da die Bedingungen zu? Den Platz habe ich gerade erwähnt. Bei Außenhaltung gibt es noch viel mehr Bedingungen, die ihr beachten müsst. In Außenhaltung müsst ihr mindestens 4 Schweinchen halten, damit sie sich bei ganzjähriger Außenhaltung im Winter aneinander wärmen können. Ihr müsst für isolierte Schutzhütten sorgen, damit die Schweinchen es nicht zu kalt haben. Und in Innenhaltung müsst ihr den Platz gewährleisten und auch aufpassen. Ich zum Beispiel würde Meerschweinchen nicht ins Schlafzimmer packen, denn Meerschweinchen sind laut. Nicht nur, weil sie um Futter betteln, sondern auch so, sie unterhalten sich untereinander. Ich finde das persönlich total süß, aber es ist grundsätzlich auch laut. Das heißt, macht euch vorher Gedanken, wie möchtet ihr eure Schweinchen halten? In welchem Gehege möchtet ihr eure Schweinchen halten? Möchtet ihr ein Steckregal, so wie ich das teilweise außenrum habt? Möchtet ihr euch selber etwas bauen und habt die Möglichkeit dazu, so wie es hinter mir jetzt der Fall ist? Und worauf möchtet ihr eure Schweinchen halten? Möchtet ihr Fließhaltung im ganzen Käfig haben oder möchtet ihr Einstreu haben? Möchtet ihr einen Waldboden ausprobieren? Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Sachen und das kann manchmal auch ganz schön viel auf einmal sein, wenn man das so sieht. Und die Haltungsform muss einfach zu euch und zu euren Schweinchen passen. Weiter geht das Ganze dann mit den Kosten für die Schweinchen. Seid euch darüber bewusst, dass die Anschaffung Geld kostet von Schweinchen, dass der Unterhalt der Meerschweinchen Geld kostet und dass die Erstausstattung entsprechend Geld kostet. So wie das mit den Gehegen eben zum Beispiel ist. Ein Songmix-Gehege, so diese Steckregale, wie ich sie außenrum habe, ist vermutlich die günstigste Variante. Ein Eigenbau, wie der hinter mir ist, durch das Holz, ist eine etwas teurere Variante. Wenn ihr ein Außengehege baut, das ihr von 4 Seiten vernünftig sichern müsst, damit Marder und Füchse die Tiere nicht holen können, ist auch entsprechend teuer. Also ihr habt die Anschaffungskosten der Schweinchen, ihr habt die Kosten des Geheges, um das erstmalig aufzustellen, ihr habt die Einrichtungsgegenstände, die ihr dafür möchtet, und ihr habt die monatlichen Kosten, die später auf euch zukommen, die vielleicht viel relevanter sind. Denn durch die Inflation und Co. ist im Moment alles unfassbar teuer. Das Frischfutter wird immer teurer. Das Ganze wird noch andere Ausmaße annehmen. Also seid euch über die Kosten bewusst und seid euch auch immer bewusst darüber, es kann immer mal etwas passieren. Das heißt,
Tierarztkosten können da immer noch mal hinzukommen. Das sind alles Sachen, die können ganz schnell ganz teuer werden. Und darauf solltet ihr einfach vorbereitet sein. Wichtig ist auch, dass ihr untereinander im Haushalt besprecht, ob alle dafür sind. Ob ihr jetzt eine Familie seid, Partner seid, ein Ehepaar seid, das ist im Prinzip egal, aber es müssen alle hinter dieser Entscheidung stehen. Ihr werdet nicht glücklich, wenn euer Partner nur gesagt hat, ja, mach halt, und sich aber entsprechend nicht kümmert und es dann irgendeinen Streit gibt. Ihr müsst alle dahinter stehen. Und ihr müsst vorab klären, was macht ihr mit den Schweinchen, wenn ihr einmal in den Urlaub wollt? Habt ihr jemanden, der zu euch nach Hause kommen kann, die Schweinchen zu verpflegen? Allerdings sollte das mindestens zweimal am Tag sein. Oder habt ihr die Möglichkeit, die Schweinchen irgendwo hinzubringen? Aber da müsste dann auch ein Gehege zur Verfügung stehen und die Schweinchen entsprechend Platz woanders haben. Also auch das sollte vorher bedacht werden. Ein Thema, das sehr, sehr schwierig ist, ist Kinder und Meerschweinchen. Die Verantwortung für die Meerschweinchen muss immer in Hand eines Erwachsenen liegen. Ein Kind oder eine Jugendliche, die keinen Führerschein hat und keine finanziellen Mittel, kann diese Verantwortung für das Tier nicht übernehmen. Natürlich können Kinder und auch Jugendliche die Verantwortung mit übernehmen, was die Pflege der Meerschweinchen angeht. Und das finde ich persönlich auch richtig und wichtig so. Aber die Intention dahinter und dem Wunsch der Schweinchen muss von den Eltern ausgehen. Es wird nur zu Streit führen oder zu einer nicht vernünftigen Haltung, wenn das Ganze andersrum ist. Ich selbst habe in jungen Jahren schon Schweinchen gehalten und wenn ich heute zurückblicke, habe ich zwar alles in meinen Möglichkeiten dafür getan, aber eine artgerechte Haltung ist es nicht gewesen. Und ich glaube, alle, die das jetzt gucken und noch jung sind und sich darüber ärgern, werden das, wenn ihr älter seid, verstehen. Ein Punkt, der auch ein bisschen was mit Geld zu tun hat, aber auch so ein bisschen ja, mit Moral vielleicht, ist, woher möchtet ihr die Tiere denn nehmen? Möchtet ihr einen Züchter unterstützen, während in Notstationen ganz viele hunderte Meerschweinchen sitzen, die auf ein Zuhause warten? Habt ihr vor, vielleicht in einen Zoohandel zu gehen, was eigentlich keine gute Idee ist, denn dort sind einfach nur Meerschweinchen unkontrolliert, häufig krank? Möchtet ihr von bekannten Meerschweinchen vielleicht übernehmen? Oder habt ihr vor, euch auf eBay Kleinanzeigen umzuschauen? Es ist unglaublich schwierig, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich persönlich habe viele meiner Schweinchen aus Notstationen geholt und war damit auch immer sehr zufrieden. Denn diese Schweinchen sind schon da, manchmal sind sie aus schlechten Haltungen und ihr könnt ihnen ein schönes neues Zuhause geben. Und ganz häufig ist es so, dass gerade wenn ihr noch neu seid in der Meerschweinchenhaltung, die Personen, die diese Notstation leiten, euch auch immer weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, könnt ihr da anrufen. Häufig werden Schweinchen zurückgenommen, wenn die Vergesellschaftung nicht funktioniert. Wenn ihr irgendwo in einen Laden geht und irgendwelche Vermehrer unterstützt, ist das immer schwierig. Ich kann verstehen, wenn ihr eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Optik eines Meerschweinchens sucht und ihr sucht deshalb einen Züchter, achtet bitte nur immer darauf, dass das auch seriöse Züchter sind, die nicht einfach nur ungeplant vermehren. Und bitte Augen auf bei eBay Kleinanzeigen oder anderen Plattformen, auf denen ihr per Anzeige Schweinchen kaufen könnt. Das muss nicht immer schlecht ausgehen, es kann aber schlecht ausgehen. Ich werde euch ein Video verlinken, denn eins meiner Schweinchen kommt von eBay Kleinanzeigen. Ganz häufig ist das falsche Geschlecht angegeben oder wie bei mir ist das Tier dann tragend und dann habt ihr ein großes Problem hinterher. Von daher seid euch darüber bewusst, was für Risiken ihr eingeht und wo ihr eure Tierchen herhaben möchtet. Den letzten Punkt, auf den ich gerne kurz eingehen möchte, ist die Gruppenkonstellation. Denn ihr könnt nicht x-beliebig 4 Tiere zusammensetzen, weil ich vor ein paar Minuten gesagt habe, es sollten 3 oder 4 Tiere sein. Bei Meerschweinchen in deren Sozialleben ist es ganz wichtig, in welchem Verhältnis die Geschlechter zum Beispiel zueinander stehen. Wenn ihr ein Pärchen haltet, sollte natürlich das Männchen kastriert sein. Ich setze das jetzt einfach mal voraus, da ihr ja nicht vermehren wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt auch Böckchen zusammenhalten, die kastriert sind, was für Anfänger aber nicht unbedingt geeignet ist. Die Standardvariante und die einfachste Variante ist, einen Kastraten mit mehreren Weibchen zu halten, was einem Harem entsprechen würde in der freien Wildbahn und für die Meerschweinchen das Natürlichste ist. Aber es geht natürlich auch, ein Pärchen zu halten, während ihr aber wiederum nicht nur Mädels zusammenhalten solltet, weil ihr ein Risiko für Eierstockzysten etc. eingeht. Es ist unglaublich komplex, das Thema, und ich plane dazu ein eigenes Video. Daher werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, denn ich glaube, ich quatsche auch schon wieder lang genug. Aber auch da informiert euch vorher.
Wenn ihr in einer Notstation eure Schweinchen holt, können die Leute euch gut beraten dazu und können auch die Charaktere der Schweinchen vielleicht einschätzen. Denn nicht jedes Tier verträgt sich mit jedem Tier. Auch bei Kastraten und Mädels kann es sein, dass die Schweinchen sich nicht verstehen. Und euch sollte bewusst sein, dass man nicht einfach x-beliebig zusammenmischen kann. Entsprechend passt da ein bisschen auf und damit bin ich jetzt mit meinen Punkten, die mir wichtig sind, am Ende. Ich weiß, dass ich alles nur sehr oberflächlich angerissen habe, denn ansonsten würde dieses Video hier absolut den Rahmen sprengen. Wenn ihr zu irgendeinem der Punkte mehr wissen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, ob ihr für irgendetwas einzelne Videos sehen möchtet. Dann mache ich das natürlich sehr gerne für euch. Und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen die Augen öffnen. Und wenn ihr euch Schweinchen anschafft, bitte denkt ordentlich darüber nach und seid für eure Schweinchen da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!